Hallo und herzlich willkommen zu einem PS4-Tutorial. Viele haben sich gefragt, wie erstelle ich eigentlich Ordner auf meiner PS4? Nun, dazu geht ihr einfach in eure Spieleliste, wählt Spiel XY aus. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Wolfenmetzflug 5. Drückt die Options-Taste und dort steht zu Ordner hinzufügen. Dort klickt ihr drauf und dann könnt ihr entweder einen erstellten Ordner auswählen oder ihr sagt zu neuen Ordner hinzufügen. Dann gibt ihr dem ganzen Ding einen Namen, müsst das hier löschen und nennt das jetzt meinetwegen, ich nenne es einfach mal provisorisch erstmal nur Test. So, und dann könnt ihr hier auch noch weitere hinzufügen, wenn ihr das denn möchtet. Oder ihr sagt, okay, ich habe jetzt nur diesen einen Titel, den möchte ich jetzt da hinzufügen, dann ist der da drin. Wenn ihr da jetzt noch weitere hinzufügen möchtet, könnt ihr entweder hier den Ordner bearbeiten, ihr könnt den löschen, ihr könnt den Ordner und den Inhalt löschen. Und hier die Information, da steht ja groß, wie groß der Ordner ist. Wir haben jetzt mal hier meinen Shooter-Ordner zum Beispiel, der ist groß, 518 GB, das ist schon ordentlich. Und wenn wir jetzt auf Bearbeiten gehen, dann kommen wir wieder in dieses Fenster. Ihr könnt aber auch ganz nach rechts gehen in die Bibliothek und dort seht ihr auch eure Ordner. Hier sind hier die Ordner nochmal aufgelistet. Da könnt ihr zum Beispiel hier jetzt reingehen und könnt gucken und könnt auch die Anwendung starten. Könnt ganz normal überprüfen und so weiter und so fort. Das ganz normale Gedöns. Oder ihr sagt hier Options-Taste und könnt auch den Ordner bearbeiten. Oder ihr geht hier hin bei euren gekauften Titeln und geht jetzt bei irgendeinem Spiel hin, ich nehme jetzt mal das, und sagt ihr auch, könnte sagen, zur Ordner hinzufügen. Das geht auch. Können wir das jetzt hier da hinzufügen. Ihr könnt das Ganze auch verschieben, wenn ihr hier drin seid in dem Menü. Klickt ihr einmal drauf und dann könnt ihr das verschieben, wo ihr das hinhaben wollt. Ja, das soweit zu den Ordnern. Und ihr seht immer nur die ersten drei Titel. Das sieht man hier ganz gut. Da ist jetzt Battlefield, Call of Duty und Call of Duty. Das sieht man hier. 1, 2, 3. Das sind immer die ersten drei leider nur, die angezeigt werden. Aber sobald ihr runterklickt, habt ihr halt hier die Ordneransicht. Und dann habt ihr halt ganz normal, wie sonst auch, hier die Übersicht. So, das soweit zu den Ordnern. Wenn euch das gefallen hat, gerne Däumchen nach oben. Ansonsten auch gerne diesen Kanal abonnieren. Und weitere Tutorials werden folgen. Wenn ihr irgendwelche speziellen Tutorials haben möchtet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich werde auch gerne darauf eingehen. Bis dahin sage ich erstmal ciao und bis zum nächsten Mal.